Bastian stellen. Das ist die Anlage EUR. Jetzt haben wir parallel dazu die doppelte Buchhaltung. BWA ist etwas, was es eigentlich in der Einnahmenüberschussrechnung so nicht gibt, vom Ansatz her, weil da auch Abschreibungen mit drin sind, also auch kalkulatorische Geschichten mit drin sind. Die, aber eine BWA kann man natürlich auch für einen Einnahmenüberschussrechner erstellen. Das schauen wir uns mal an. Also BWA steht für betriebswirtschaftliche Auswertung. Die meisten kriegen die von ihrem Steuerberater, heften die ab und gucken die rein. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil die BWA ist das, was euch einfach sagt, was in eurer Firma los ist und gibt nämlich euch einen Überblick über die Kosten und über die Umsätze. Ja. So, Kontrolle der Kosten und das sagt euch, wie lange, was wir vorhin ausgerechnet haben, wie lange reicht meine Liquidität, dafür braucht ihr das. Ja. Das, wie gesagt, die BWA im System rechnet das für euch aus und die BWA ist ganz simpel aufgebaut, die hat einen Bereich zu den Kosten, wir kommen gleich zur Gesamtstruktur, ja. Aber der wichtigste, da wo ich auch regelmäßig reingucke, ja, oder wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel seht, die Kosten laufen aus dem Ruder, ja, dann schaut man sowieso in die BWA mit rein. Ja. So, die wichtigsten, die ist einfach so aufgebaut, die hat 10 Positionen. Ja. Warum? 0 bis 9, 1 bis 10, also, so hat man das früher gemacht. Ja. So, also die Konten sind immer... Die Konten sind, bestehen aus Ziffern, nicht aus Ziffern und Buchstaben. So, und dann fange ich bei 0 an und gehe bis 9. Das heißt, ich kann mit einer Nummer in so einem Konto, also 4930, ja, bedeutet, jede dieser Ziffer steht für etwas und jedes, wofür das steht, das kann ich auf 10 verschiedene Rubriken oder Kategorien aufteilen. Da kommen diese Zehner her. Ja. So, deshalb auch die BWA ist eine Zehnerstruktur. Ja. So, das, da muss man dann irgendeine Entscheidung treffen, das werdet ihr gleich sehen. Personal ist wichtig, Raumkosten sind wichtig, betriebliche Steuern sind wichtig, Versicherungen und Beiträge sind wichtig, Kfz-Kosten bei vielen ein hoher Beitrag, Werbereisekosten hängt davon ab, also Werbekosten wahrscheinlich höher oder nicht, Kosten der Warenabgabe, das ist Warenabgabe, also Porto und so, solche Geschichten, wenn ihr eure Waren verkauft, ja. So, das sind nicht die Anschaffungsherstellungskosten, die sind woanders. Ja. So, dann hier seht ihr eure Abschreibung, da kommen die plötzlich rein. Ne. Reparatur, Instandhaltung kann, ist bei einigen Unternehmen größer, bei anderen kleiner und der Rest, dafür gibt es dann die großen Container, sonstige Kosten. Ne. In so einer BWA, wenn ihr die bei, kannst du mal kurz ins System rüber wechseln? Einfach gucken wir uns das einfach mal an. Ne. Springen wir jetzt mal hier, der schnellste Weg ist jetzt ins Cockpit, übers Cockpit in die BWA. Ja, jetzt ganz, ganz rechts, oben auf die BWA-Details, boom, rein in die BWA. So, jetzt gehst du bitte ganz links aufs Menü Auswertung mit Vorjahr. So, jetzt berechnen, ja, weil damit ihr nicht immer durchrechnet. Hängt jetzt davon ab, wie viel Rechenpower ihr drin habt und wie viel Buchungen ihr habt. So, jetzt seht ihr mal einfach die BWA dazu. Jetzt roll mal bitte ein bisschen, dass man, dass man das D-Gesamtkosten sieht. Also ein bisschen runterrollen. So, jetzt gehen wir mit der Maus auf D-Gesamtkosten. Und da seht ihr Personalkosten, Raumkosten. Gehen wir runter mit der Maus. Raumkosten, da seht ihr alles, versteht ihr? Und der Filzstift ist bei sonstige Kosten gelandet. Hm, wieso ist der bei sonstige Kosten gelandet? Wo sind die Konten? Gehst du mal bitte oben auf Kontennachweis. Nee, das ist das Ankreuzfeld daneben. Klick, alles gut, Auswertung mit Vorjahr. So, nee, ist alles mit drin. Aha, jetzt geh noch mal 49,30. Jetzt seht ihr bei Zehnten, sie gehen noch mal auf sonstige Kosten. Ja, weiter runter. So, da seht ihr sonstige Kosten, darunter seht ihr 49,30 Bürobedarf. Und da stehen, ha, 8,39. Wieso stehen da 8,39 und nicht 9,90 €? Naja, ist netto. Die BWA ist netto. Ja, so, da habt ihr das einfach. Sofort den Überblick. So, wenn ihr jetzt da im Detail reingucken wollt, geht ihr in die Buchhaltung, macht das Konto 49,30 auf und könnt euch da die Details zu angucken. So einfach ist die Welt. Ne? Gehst du mal hier aus dem Cockpit raus, also das ist die Schnellübersicht. Ja? So, da war der Vorjahresvergleich mit drin. Geh nochmal kurz ins Cockpit rein, nochmal in die BWA rein, nochmal berechnen, einfach nur auf berechnen. Achso, nein, Auswertung mit Vorjahr, das brauchen wir jetzt dazu, Auswertung mit Vorjahr berechnen. So, jetzt gehen wir auf die Spalte Januar bis Oktober 2021 und daneben ist Januar bis Oktober 2020. Da seht ihr sofort die Vergleichswerte zum Vorjahr für den gleichen Zeitraum. Die BWA rechnet aber dann auf den bis Ende Oktober. Das heißt, wenn wir heute am 25.
25. sind, ist die erste Spalte auf den 25. gerechnet und das Vergleichsjahr auf den gesamten Monat. Warum? Ja, ganz einfach, das Vorjahr ist euer Budget. Da wollt ihr nicht wissen, wo ihr bis heute gestanden habt, sondern ihr wollt wissen, wie weit ihr gehen könnt. Und der Vergleich dieser beiden Zahlen, wie viel habe ich im Vorjahr ausgegeben, wie weit bin ich jetzt schon, da wisst ihr sofort, ist das gut, ist das schlecht, bin ich noch im Rahmen, bin ich aus dem Rahmen drauf. Ja, so arbeitet das System. Gehst du mal hier mit dem Cockpit schließen raus. Ja. So, weil hier habt ihr gesehen, ist kein Datumselektor drin. Geh mal bitte in die Buchhaltung rein. Ja, und jetzt bitte auf Buchhaltung, ins Menü oben Buchhaltung. Ja, BWA, wo ist denn das? Da ist sie. Bumm. Ja, und hier habt ihr einen Datumselektor. Gehst du mal hier auf den September 2021, also hier auf Monat einstellen. Ja, so, bumm, zurück auf den September. Ja, einfacher als auf Berechnen. Seht ihr, das Ding ist leer, weil da haben wir nichts drin. Jetzt geht ihr auf den Oktober. Geh mal auf den Oktober. Ja. So, nee, genau, eins weiter, boom, berechnen oder gehen nochmal in die Auswahl. Ja, ihr könntet ihr auch sagen, zum Beispiel, dass ihr es für ein Quartal gucken könnt. Ja, also das sind so die Sachen, Jahr, Quartal, Monat, da könnt ihr dann eure Detailanalysen hier in der BWA durchführen. Ja, so, und zwar so wie ihr es braucht. Ja, mit den Informationen, so wie ihr es braucht. Und die BWA, wie gesagt, ist konfigurierbar. Das sind dann Sachen, die man mit dem Steuerberater abstimmt. Gehst du zurück in die Präsi, bitte? Ja, so, also das ist der Kostenbereich. Ja, und so habt ihr ganz simpel die Kosten im Überblick. Und wie gesagt, wenn ihr die Konten getrennt habt, sagt euch euer Ausgabenkonto, ob ihr reinblicken müsst oder nicht. Das Leben kann wirklich einfach sein. Ja, alternativ ist, was man trotzdem macht, weil euer Ausgabenkonto sagt ja nicht, vielleicht ist im einen Konto, haben sich mehrere Konten, mehrere Positionen gegengerechnet, das sagt euch euer Ausgabenkonto natürlich nicht. Für sowas hat man dann einen Jourfix, je nachdem, einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Quartal, weil im Quartal ist tödlich spät, also in der Regel einmal in der Woche oder einmal im Monat schaut man da kurz drauf. Ja, stehe ich da, wo ich stehen will, stimmt der Rest noch und in der Regel ist das nicht viel, aber wichtig ist, ja, dass ihr merkt, wenn die Ampel von grün auf gelb geht, dass ihr reagiert, wenn die Ampel auf gelb geht und nicht erst, wenn sie dunkelrot ist und dann schon überall und ihr dann nur noch Feuerwehr spielt. Das ist extrem arbeitsintensiv. Ja. Vorher zu wissen, gibt euch ein gutes und entspanntes Gefühl. Ja. So, also das ist die Kostenstruktur. So, wie ist jetzt so eine BWA insgesamt aufgebaut? Ja, oben kommt der Umsatz rein, also die Rechnung Nettobeträge. Ja, davon geht ab euer Materialeinsatz. Ja, also wenn ihr jetzt Einkauf habt, das könnt ihr über die offenen Posten erfassen. Ja, also eine Eingangsrechnung, so den ihr habt. So, das ist, das sind auch die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Dann gibt es einen Rohertrag, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man hier mit abzieht. Das sind die sonstigen Kosten. Und das nennt sich dann betrieblicher Rohertrag oder Deckungsbeitrag 1. Ja, also wenn hier 100.000 Euro steht und ihr habt 100 Euro Umsatz gemacht, aber ihr braucht 20.000 für die Anschaffung und Herstellung, das ist euer Einkauf, mal jetzt ganz platt gesagt, ja, dann ist euer betrieblicher Rohertrag 80.000. Das ist sehr wichtig, dieser Betrag, weil ihr nicht diese 100.000 nehmen könnt, um eure Kosten zu... Wir sind in groß, nicht? Sind wir klein? Ja. Ja, wir sind klein, okay, meinte ich auch. Ja, also wenn hier 100.000 steht und hier steht 80.000, ja, um eure Kosten zu decken, ist dieser Betrag entscheidend. Ja, also wenn ihr zum Beispiel Händler seid, ist wichtig, dass ihr nicht den Gesamtumsatz betrachtet, sondern nur den abzüglich eures Einkaufs. Ja, und so weiter. Ja, so, also dieser Deckungsbeitrag 1 ist eigentlich der wichtige, die beiden, aber wie gesagt, am 19.20. gehen wir da genauer drauf ein, je nachdem, wo dann die Bedürfnisse ist. Die Webinare werden immer ein bisschen an eure Bedürfnisse mit angepasst, die Workshops. Ja, so, also ihr schaut, wie entwickeln sich die Umsätze im Vergleich mit dem Vorjahr. Ja, so, das hatten wir jetzt hier mit der BWA, das hatten wir jetzt schon gesehen. Ja, so, was ist eine Bilanz? Eine Bilanz beschreibt das Kapital eures Unternehmens zu einem Stichtag. Ja. Also wie viel ist mein Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt wert, zum Beispiel zum Jahresende, aber ihr könntet auch eine Zwischenbilanz ziehen, zum Beispiel zum 30.09. Wie viel ist mein Unternehmen zu diesem Zeitpunkt wert? Das ist eine Bilanz.
Also eine Stichpunktbetrachtung. So, wie ist eine Bilanz aufgebaut? Eine Bilanz hat zwei Seiten, eine orange Seite und eine blaue. Die orange ist, also ist jetzt hier bei mir orange und blau, ist die Mittelverwendung. Ja? Also was habt ihr mit der Kohle gemacht? Ich habe davon irgendwelche Waren eingekauft oder was an den Kunden verkauft. Das seht ihr dann in den Kassen, in den Kassenbankbüchern drin. Wo kommt das Geld her? Kommt das von der Konto, die ist gerade falsch, meine Einlage ins Unternehmen oder Gewinn? Wo kommt das Geld her? Ja, so, das genau das, was gemacht wurde. Also die, auf der Verwendungsseite in der Bilanz steht drin, was wurde mit dem Kapital gemacht. Ja, und auf der Herkunftsseite steht, wo kommt die Kohle her. Ja, so, die Summe, was ihr mit dem Geld gemacht habt, ist gleich die Summe der Herkunft. Wie funktioniert denn das? Also normalerweise will man ja einen Gewinn machen. Ja, das liegt daran, dass der Gewinn, ja, hier auf der Herkunftsseite, in der Herkunftsseite reinkommt. Das heißt, der sozusagen hier, alles, was habe ich damit gemacht, ja, das erzeugt einen Gewinn, ja, und der ist dann hier. Wenn es ein Verlust ist, landet da drüben. Das ist jetzt, wie die Mechanik ist. Ja, also hier stehen keine negativen Werte drin, sondern der negative Wert im Verlust würde, also wenn der GV hier rüber wandelt, dann wäre es ein Verlust. So, also das war's schon. Ja? Was haben wir mit der Kohle gemacht? Ja? So, das, was ihr mit der Kohle gemacht habt, nennt man logischerweise aktiv, weil das ist das, was ihr tut. Ja? Und passiv, ja, ist das, wo es herkommt, weil liegt ja schon da rum. Macht nichts mehr, ist Vergangenheit. Deshalb nennt man das passiv. Ja? So, wie ist jetzt die Verwendung aufgebaut? Ja, einfach in zwei Bereiche, Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Anlagevermögen hatten wir schon, das wird im Anlageverzeichnis erfasst. Das ist alles, was ihr habt, damit euer Betrieb funktioniert. Also eure Schreibtische, eure Computer, eure Handys, eure Firmenwagen, das ist Anlagevermögen. Aber auch eure Betrieb, also wenn ihr irgendwelche Lizenzen habt, Rechte, wenn ihr Grundstücke habt, das sind alles Anlagen. Ja. So, im Passiv habt ihr das Eigenkapital, das ist die Kohle, die ihr selber reingelegt habt, und das Fremdkapital, wenn ihr zum Beispiel Darlehen von der Bank habt. Anlagevermögen, Umlaufvermögen, also Umlaufvermögen ist alles, was ihr in eurem Lager habt und was ihr an die Kunden verkauft, das Umlaufvermögen. Oder wenn ihr ein produzierendes Gewerbe seid, alles, was ihr habt, weil ihr daraus irgendwas herstellt, was ihr dann anschließend an die Kunden verkauft. Das ist Umlaufvermögen, ne? So, und Fremdkapital ist, wie gesagt, ist das, was ihr von irgendwelchen Geschäftspartnern, Kreditgebern und so weiter reinbekommt. So, wie ist das aufgebaut? BGA steht für Betriebs- und Geschäftsausstattung, ja, Maschinen und Lizenzen. Das ist euer Anlagevermögen, Struktur fürs Anlagevermögen. Was ihr im Lager habt, ist euer Anlagevermögen. Die Forderung, also die unbezahlten Rechnungen eurer Kunden sind da drin, und Kasse, Bank, das ist euer Umlaufvermögen. Lager, unbezahlte Rechnung eurer Kunden und das, was ihr auf der Kasse und Bank habt, das ist euer Umlagevermögen, Umlaufvermögen. Ne? So, mit der Herkunft, ja, da habt ihr das Stammkapital, also wenn ihr eine GmbH habt und Kapitalgesellschaft, dann habt ihr da irgendwas reingelegt, das Stammkapital, irgendwelche Gewinne, die ihr habt, Gewinnvorträge, und Jahresüberschuss, der aktuelle Jahresüberschuss, das ist das, was hier drin steht, also Gewinnvorträge und die älteren Sachen. Und Fremdkapital sind die Darlehen, die ihr habt bei irgendwelcher Bank. Ja. Verbindlichkeiten sind eure unbezahlten Rechnungen, die ihr habt. Ja. Und Konto Kurrent ist die Kreditlinie, die wir vorhin angesprochen haben bei der Bank. Ja. Das ist hier nach Fristigkeit sortiert. Da sieht man das sofort, ja, wie das aufgebaut ist. Ihr schaut da einmal rein, wenn ihr das habt. Die heißen exakt so. Ja, ihr guckt da einfach rein, jetzt seid ihr in der Lage, wenn ihr eine Bilanz habt, eine Bilanz zu lesen. Da steht es genauso drin. Ja, also irgendwann werden wir hier wirklich mal die Bilanz von der Deutschen Bank nehmen und die einfach reinlegen, das steht da drin. Ja, Betriebs- und Geschäftsausstattung steht da drin. Eigenkapital, Fremdkapital und so weiter, steht da alles drin. Ja, exakt so, nur ein bisschen, dann sind noch ein paar Sachen drin, die dann eben für eine Bank speziell sind und die wissen müssen.